We'll be right back.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Ingos Treasure Hunt. Ich will euch mal jetzt hier von dem Loop erlösen. Wobei, ich finde den jetzt wirklich nicht so schlecht. Der ist ja auch von Danny und den nutze ich eigentlich für die für meinen Top 3 Talk. Aber naja, nichtsdestotrotz, ich erlöse euch jetzt mal und ja, starte mit der heutigen Ausgabe von Ingos Treasure Hunt. Ja, beim letzten Mal, da hatte ich einige Probleme und ich habe auch festgestellt, man sollte keine VC20-Spiele testen, wenn es spät am Abend ist und man irgendwie im Kopf nicht mehr ganz klar ist. Weil der Witz ist, ich hatte ja dann einige Spiele mal nochmal getestet und die gingen ohne Probleme. Nur ich hatte einfach die falsche Reihenfolge der, der Dinge zum Starten nicht berücksichtigt. Und es ging dann ziemlich in die Hose. Ja, erstmal hallo an alle, die da ja dazugekommen sind. Ich habe ja schon gesehen den Greco. Die Miri ist auch gerade dazugekommen. Natürlich auch hallo Danny. Und dann, ich denke mal Patrick, das ist der Retro-Kompott. Oder ist es der Robin? Also einer von beiden. Ich weiß jetzt nicht, wer ist. Ja, und auch hallo an Cliphead. So, ich versuche heute auch mal ein bisschen besser auf den Chat zu achten. Das ging beim letzten Mal überhaupt nicht, weil ich war sowas von müde und unten durch. Und wir hatten ja da diesen Bier-Top-3-Talk. Und das war halt etwas chaotisch. Naja, so, jetzt will ich mal direkt mit einem kleinen Schatz anfangen. Und zwar in der Aufarbeitung vom letzten Mal. So, und zwar ein ganz großer Titel. Battlezone. Für den, von Atari. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Da gab es ja auch dann eine Neuauflage für die PlayStation VR. So, eine Sekunde, ich muss mal gerade kurz meinen Spickzettel auskramen, damit ich jetzt auch diesmal keinen Fehler mache. Ich habe auch ein bisschen was wieder gelernt, und zwar, dass man bei den Modulen die Speichererweiterung gar nicht konfigurieren muss. Das heißt, man kann den VC20 einfach im Grundmodus nutzen, also mit den 3583 Bytes. Und man geht jetzt hin auf das Archiv. Und das ist ja diese, das sind diese komischen Multipart-Cartridges. Das heißt, man muss jetzt einfach beide Cartridges einladen. Das mache ich jetzt mal gerade. So, Nummer 1 oder die Nummer 2. So, und jetzt kann man das Ganze über den, entweder über den Sys-Befehl starten. Das ist, glaube ich, jetzt, das mache ich aus dem Kopf. Das ist 4069. Nee, das geht nicht. Das fängt ja schon gut an. So, dann starte ich das jetzt mal über den Mister mit dem speziellen Reset, der zur Speicheradresse A000 springt. Das ist Ctrl F11. Ha, und das geht. Also komisch. Normalerweise hätte das auch über den Sys-Befehl laufen müssen. Vielleicht habe ich mich dann doch wieder mal vertippt. So, ja. Hallo Aran Palmiga. Nee, das ist erstens ist jetzt schon der dritte Teil. Und diesmal habe ich mich jetzt zumindest bei den Titeln, wo es nicht geklappt hat, vorbereitet. Und wie gesagt, jetzt bin ich ausgeschlafen und denke mal, dass das Ganze halt auch ein bisschen besser funktionieren wird. Wobei, man soll nie den Tag vom Abend loben. Ich glaube, es ist abgestürzt. Oh, nee, oder? Ach, hier F1 for Options. So, F1 und Start. So, habt ihr Ton im Chat? Ach nee, ich bin gestorben. Ich dachte erstmal, der ist abgestürzt, aber ich bin gestorben. Man muss jedes Mal F1 drücken. So, warte mal, ihr habt keinen Ton. Dann schaue ich doch mal. Ja gut, das Spiel hat jetzt auch nicht viel. Das hat nicht sehr viel Ton, es hat nur ein paar Geräusche. Ich muss es mal gerade beobachten. Ich glaube, der Turm müsste drauf sein. Aber erstmal, jedes Mal, wenn ich irgendwo kaputt gehe, stürzt das Spiel ab. Jetzt mache ich nochmal ein Reset. Dann startet das Spiel von neu. So, nochmal F1. Und nochmal F1 zum Starten. Oh je. Also man ist hier irgendwie ein Panzer. Ich höre jetzt aber auch keinen Ton. Also das Spiel hat scheinbar keinen großen Ton. Oder der Ton ist ausgefallen. So, oben hat sogar ein Radar oben hier, wenn man das sieht. Also da oben ist jetzt hier so ein Radar wie bei Wing Commander und da kann man die Gegner sehen.
Aber dummerweise, ich weiß nicht, wie man das Spiel wieder neu startet. Escape. Nee, wahrscheinlich gibt es irgendwie eine schlaue Tastenkombination. F5, F. Nee. Ja, gut, ich würde sagen, dann machen wir mal das nächste Spiel. Und das hat hoffentlich dann auch Ton. So, dann mache ich erstmal wieder ein Reset. So, aber vom historischen Wert war halt Battlezone eigentlich schon ein ziemlich weit entwickeltes Spiel für den VC20 damals. Das war echt ganz ordentlich. So, Bewitched, das hatte ich auch nicht gestartet bekommen, aber da habe ich ein anderes Problem. Da komme ich derzeit, glaube ich, nicht über den Titelscreen raus, weil ich weiß nicht, was ich machen muss. Nee. So. Hier, do you require music? So, und egal, Z, Y, J, nichts hilft. Also wenn jemand einen Tipp hat, was man da eintippen muss, dann kann er mir gerne Bescheid geben. Hätte man jetzt die Anleitung, dann würde das wahrscheinlich helfen, aber gut, also Bewitched kriege ich deswegen, ich krieg's zum Laufen, aber halt nicht, ja, zum Starten. Also beziehungsweise das Spiel kriege ich halt nicht gestartet, weil ich weiß nicht, was ich drücken muss. So, da kommen wir noch zu einem anderen Titel. Und zwar Buck Rogers. Es ist ja eine ziemlich große Science-Fiction-Serie gewesen. Oder das war, glaube ich, auch ein Film. Und so, Moment, dann schauen wir doch mal. So, und da ist doch jetzt Ton. So, da müsst ihr doch jetzt hören. So. Und das ist ein 3D-Shooter. Oh, man muss dann halt irgendwelchen Säulen ausweichen. Es erinnert mich ein bisschen an, wie hieß das? Space Harrier. Das habe ich übrigens rein zufällig auch vorgestern noch gespielt bei Yakuza 6 in der Spielhalle. Da hatte ich dann Space Harrier gespielt. Und es ist so ähnlich, finde ich. Ja, also das ist, das sieht echt ganz ordentlich aus für so ein altes Spiel. Also ein 3D-Spiel damals, da wäre ich, glaube ich, durchgedreht. So, was ist Miri? Du musst zwischendurch? Ja, fürs VCS kann sein. Buck Rogers, also das gab es mit Sicherheit. Also es sieht auch, ehrlich gesagt, so wie das VCS aus. Also, ich könnte mir das jetzt auch so auf dem VCS fast vorstellen. Ja, achso, durch die Pömpel. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Ah, aber so macht es natürlich Sinn, so überlebe ich dann, wenn ich mal durch die Pömpel durchfliege. Und es ist super spielbar. Und da gibt es halt immer solche Untertassen, die da rumfliegen und die muss man abknallen. Man kann eigentlich Dauerfeuer machen. Ach, und jetzt gibt es ja solche Gegnerformationen. So, ja, tatsächlich. Das ist so ein bisschen so Autorennen in 3D mit Schießen. Und man hat auch Fuel und man muss halt schon mal laden. Ah, du kennst das Spiel, Miri. Ja, gut. Ah, und da gibt es jetzt sogar einen roten Gegner. So. Ist ja interessant, da gibt es ja noch andere Gegner. So, aber erstmal jetzt genug gesehen. Dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt mal zum nächsten Titel, den ich jetzt noch habe. Und das ist jetzt auch ein ganz großer Klassiker. Das hat mich geärgert, dass ich da nicht imstande war, das letzte Mal zu starten. Und zwar, warte mal, das ist Centipede. So, da muss ich mal gerade schauen, das ist auch so ein Multipart. So, und das starten wir dann. Und der startet nicht, das ist schon mal gut, da muss ich vielleicht mal das andere, na, Moment. Ne, da brauche ich doch meinen Spickzettel. So, okay. Da habe ich jetzt aufgeschrieben, da musste ich die 8 Kilobyte Speichererweiterung irgendwie aktivieren. So, und dann. Nein, der VC20 ist abgestürzt. Ich muss da jetzt mal einen richtigen Reset machen, weil er nimmt den Speicher nicht mehr an. Und der VC20 Core Reset auf dem Mister geht auch nicht mehr. Da muss ich mal gerade den VC20 neu starten. Cool, die Miri kennt das Spiel.
So, dann starten wir nochmal den VC 20 neu. Also das hatte ich ja auch noch nicht, ja, dass ein Spiel den VC 20 quasi dann gecrashed hat. So, dann versuche ich mal das Ganze nochmal ganz normal zu starten, ohne Speicherweiterung. So, Centipede. Das ist ja auch die Mutter vieler Spiele. Also da gab es dann sehr viele Spiele, die davon beeinflusst worden sind. Ja, und es geht. Options. So, was kann man machen? Zwei Player. Ich dachte jetzt schon irgendwie Grafikmodus oder High-FPS-Modus oder sowas einstellen, aber das geht natürlich nicht bei dem Spiel. Schade. So, dann starten wir doch einfach mal. Und F1. So, da ist jetzt eine Schlange. Und Hindernisse und die Schlange kommt immer näher. Das Ganze ist so ein bisschen wie Grid Runner, aber ohne Turrets. Ja, und jetzt habe ich die Schlange tot. Und die wird jetzt auch immer irgendwie ein bisschen schneller. Ah, schade. Ja, das ist ein bisschen komplizierter, das Starten. Und zwar, das sind Module. Und man muss da bei manchen Modulen muss man einen speziellen Reset machen. Den gibt es nur für den VC20. Also man kann das Ganze über einen System Call starten, weil man muss die Speicheradresse A000 ansteuern, weil das komisch ist, das fehlt bei manchen Modulen. Ja, also es gibt manche Module, die haben einen Header, da wird es dann automatisch richtig gestartet und bei manchen fehlt es halt. Und ich kannte das selber von früher überhaupt nicht, weil ich hatte. Moment, das kann ich auch mal gerade zeigen. Und zwar, ich hatte hier mal auch originale Module damals für den VC20, die sahen so aus. Und da musste man halt überhaupt nicht starten. Der war einfach reingesteckt und hat den VC20 resettet und dann ging das Ganze. So, und hier übrigens habe ich nochmal was. Da sieht man eine Speicherweiterung für den VC20. Das ist eine 8 Kilobyte Speicherweiterung. Und wie ihr sehen könnt, ja, das Ganze ist absolut neuwertig, weil ich hatte jetzt vor einer Woche gesehen, dass da eine Folie drauf war. Da ist nämlich so eine Metallplatte. Und das Ganze sieht halt wirklich absolut neuwertig aus. Und was natürlich nicht geht, dass man halt auf dem VC20 eine Speicherweiterung und ein Spielemodul gleichzeitig reinsteckt. Das geht halt leider nicht. Und ich kannte das halt gar nicht. Und es gibt halt so einen speziellen Reset auf dem VC20 mit dem Mister. Und zwar muss man Ctrl FN und F11 drücken. Und ja, und dann starten die Module von der Speicheradresse A000. So, ich würde mal vorschlagen, jetzt, das war gerade mal so das Resümee der Katastrophe vom letzten Mal. So, von den Spielen, die schief gehen. Und jetzt kommt wieder Neuland, jetzt gibt es wieder Blamage hoch 10. Jetzt wird wieder halt gar nichts klappen, das verspreche ich euch. Und ja, ich sehe noch gerade mal Chuck Norris Superkick, das hatten wir das letzte Mal auch geguckt. Das war lustig, ich glaube Cosmic Jailbreak hatten wir. So, und jetzt kommen wir mal The Count. Ah, und hier seht ihr, das ist zum Beispiel wieder was ganz Komisches. Da muss man das Ganze über den Sysbefehl starten. 32592. So, Moment, dann lade ich das mal. Ah, Moment, ich muss, glaube ich, eine Speichererweiterung ausschalten. So, 32592. Oh, ich kann mir die fünf Zahlen nicht merken. 32592. Ja, und Moment. Nein, das geht nicht. Der hat nämlich auch hier. Ich lade mal ein anderes Modul hier von The Count. Sys 32592. Ha! So. Das hier ist ein Adventure von Scott Adams. Den kennen wir ja aus der ersten Gala. Der hat ja auch Adventureland gemacht. Das ist von 1981. Ein ganz frühes Adventure. Und das Coole ist, es gibt ja sogar mit Save Games, das muss man sich mal reinziehen. Also man konnte damals das Adventure speichern und dann wieder weiterspielen. Und hier Version 1 von 416. Ist das jetzt, oder 1416? Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Adventure Number 1. Ja, scheinbar hat der Adventure.
hat der Adventure halt Omas gemacht. So, machen wir Safe Game? Nein. So, ja, die Sysbefehle auf dem C64 waren auch wichtig. So, aber da habe ich jetzt schon ein ganz dickes Problem. Ich kriege das kaum gelesen hier. Die Schrift, also das ist sowas von grässlich. Und ja, I'm in the forest, trees, north, south, west, east. Und was steht da mit Adventureland? In this adventure, you are to find treasures and stores. Ach, und man kann immer Help eintippen, das ist lustig. So. Man kann hier jump, swim, climb, find, take, score, drop. Ja, also das ist jetzt hier ein richtiges altes Adventure. Ja, Michael, und das ist das erste Spiel jetzt von ihm hier. Also das, ich dachte, Adventureland wäre das erste. Weil hier stand am Anfang Nummer 1, weil das Spiel hieß doch The Count. Ja, das ist schon etwas merkwürdig. Aber interessant. Ja, aber ich würde vorschlagen, ich mache jetzt hier keinen, also ich werde das jetzt hier nicht anspielen. Also wenn da wirklich mein Interesse besteht, kann man das ja auch mal machen. Aber ich will jetzt halt die Sammlung weitergehen, um weitere Schätze zu finden. Ja, aber das ist halt wirklich was ganz, ganz, ganz Frühes. Und so haben die Text Adventures angefangen. 81, das muss man sich mal reinziehen. Das ist halt noch lange vor der Zeit, bevor der Michael angefangen hat, glaube ich, zu sammeln, oder? Du hast ja eigentlich verhältnismäßig nur neuere Adventure, die du sammelst. Die sind ja dann noch mal 10 Jahre älter. So, Crater Rider, ja. So. So. Ja. Das ist ja sowas von hässlich wie die Nacht. Man ist ja das Männchen, dieser Haufen Pixel. Und stimmt, man kann springen. So, man springt wie auf einer Mondlandschaft und da oben gibt es halt irgendwie UFOs. Und ich weiß jetzt nicht, was man da macht. Ach, man kann weitergehen. Das ist ja cool. Okay, als Kind wollte ich auch immer auf dem Mond über einen Krater springen. So. Aber ich hatte damals in meiner VC20-Zeit nie einen Text-Adventure in der Hand bekommen. Das ist halt, das habe ich irgendwie komplett verpasst. Ich hätte das wahrscheinlich gemocht. Ja, es ist Moon Patrol ohne Auto und es ist halt sowas von hässlich. Also es ist jetzt halt eigentlich schon ein späteres Spiel, 83. Also da wäre mehr drin gewesen. Gut. Nächstes Spiel. So, was ist denn Creepy Corridors? Von Sierra. So, da hoffe ich mal, dass das Archiv ja komplett ist. Oh, das geht los. So, der Titel ist auch schon ein bisschen creepy. Mit einem kleinen Intro. So, und 83. Was hat Sierra da verbrochen? Ich glaube, die Adventures, die kamen erst deutlich später. So, ich will starten. Ach, F1 drücken. Oh nein, das sieht mir aus wie ein Pac-Man in... Oh Gott, wie hässlich ist das? Schaut mal, der Sprite. Die haben den einfach nur gedreht. Das ist ja sowas von hässlich. Und das ist ein schlechter Pac-Man-Klon. In schwarz-weiß oder in blau-weiß. Also das ist ja wirklich hässlich. Oh Mann. Und es gibt, glaube ich, auch keine Pillen zum Einsammeln. Aber man kann die Gespenster schießen. Das ging ja in Pac-Man nicht. Also man kann Diamanten sammeln und Gespenster schießen. Oh, oh. Und die Pistolenschüsse sind auch nicht viereckig oder quadratisch. Die sind halt so... Oh Mann. Also hier schießt der, also hier sieht der Schuss gut aus und wenn man runterschießt, dann schießt er halt irgendwie so einen ganz komischen Schuss. Also das ist echt hässlich. Ja, also das ist halt auch kein wirklicher Schatz mehr aus der heutigen Sicht. Gut, nächstes Spiel. Crossfire von 81 von Sierra. Also jetzt kriege ich Angst.
Oh, aber der Titel sieht gut aus. Jay Sullivan's Crossfire. Published von Sierra Online, geschrieben mit On-Line. So. Was ist das? Okay, ein Schuss. Ah. Das ist ja interessant. So, das ist ja interessant. Das ist ein merkwürdiges Spielkonzept. Also das kenne ich jetzt gar nicht. Also da hat man halt irgendwie so ein Raster, so ein Grid und ich bin schon tot. Und man kann in alle Richtungen schießen. Und das sieht halt ein bisschen aus so auf Richtung Grid Runner. Also das könnte fast noch von Jeff Minter sein, wenn da jetzt ein bisschen komische Lichteffekte sind. Ist aber relativ gut spielbar. Also das hätte ich wahrscheinlich damals auch gemocht. Ja, du musst die Käfer abschießen. Das ist leichter gesagt als getan, Miri. Ja, ich bin zu schlecht dafür. Beziehungsweise, ich habe halt Probleme mit Labern und mich zu konzentrieren aufs Spiel. Ja. Das haben die Frauen den Männern voraus. Die können Multitasking. Bei Männern ist das halt echt schwierig. So, dann machen wir mal das nächste Spiel. Aber es war ganz gut. Also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das Crossfire. Jetzt kommen wir zu Cyclen von 83. Also schon ein späterer Titel. Von Boon. Die kenne ich jetzt nicht. Oh, Moment, was ist das? Ist das jetzt... Sieht aus, war das nicht Crossfire? Ich mache mal gerade ein Reset, weil nicht, dass da was im Speicher hängt. Nee, das sieht komisch aus. Ich mache mal das nächste. Ah! Nee, das kriege ich nicht gestartet. Das ist komisch. Also das ist hier... ach, doch, man muss Knopf drücken. Ah. Ach, das ist ja cool. Das ist mal so ein Turm und man kann sich drehen. Und man kann die... Man muss einfach ganz schnell die... Man muss ganz schnell halt in jeder Richtung die Dinger, also diese Gegner abschießen. Das hat aber was. Vor allem, man kann es auch mit Joystick spielen. Ja, jetzt bin ich Level 2 und es wird immer schneller. Man kann eigentlich nur so rumrödeln hier. Also, hier, ich mache einfach nur so. Einfach ganz schnell rumdrehen und so geht's auch fast. Ja, aber lustiges Konzept. Also das gefällt mir. Das ist, es hat was. So, übrigens ein Spiel, was ich beim letzten Mal nicht zum Laufen gebracht habe und das ging einfach nicht. Das war Cannonball Blitz und vielleicht, wenn das jemand kennt und dann eine Idee hat, wie man das zum Laufen bekommt, da würde ich mich freuen, aber ich glaube, dass die Archive einfach kaputt waren. Also die Cartridges, das hat nicht funktioniert. Das war ganz komisch. Ich vermute mal, man braucht vielleicht auch eine spezielle Speicherkonfiguration, weil das waren irgendwie so 12 Kilobyte Cartridges und die waren auch relativ selten scheinbar. Und ja, gut, wenn da einer einen Tipp hat, da wäre ich dann echt dankbar. Aber jetzt gehen wir mal zu dem nächsten Spiel. Defuse von 83 von Timec. So. Oh. Es ist bunt. Tja, und es passiert nichts. Ah, man muss Space drücken. Ach, das ist ja wohl allerliebst. Das ist ja wohl niedlich. Und die Auflösung ist irgendwie ziemlich groß. So, da muss man irgendwie schon mal einen Schraubenschlüssel. Und man kann auch hüpfen. Oh. Oh, jetzt habe ich mir das Bein gebrochen.
Ja, jetzt muss man nur wissen, wie das Spiel funktioniert. Diesen, das werde ich jetzt hier nicht kommentieren. Ja, gut, da müsste man jetzt wissen, was man machen muss, weil irgendwie man kann hier nicht runterspringen. Und ich finde halt nur interessant, ich finde die Auflösung ist relativ hoch. Also scheinbar gab es irgendwie auch einen Textmodus oder einen Grafikmodus. Und das ist relativ hochauflösend, finde ich. Also ich habe noch nie so ein hochauflösendes Spiel gesehen. Achso, man muss, glaube ich, springen, wenn die... Nee, man springt durch. Ja, naja, gut. Auf jeden Fall, es sieht gut aus, aber da wäre eine Anleitung nicht schlecht gewesen. So. Nächstes Spiel. Dancing Bear. Oh je. Von Koala. So, das ist jetzt... was muss man hier machen? 2000? Ah, hier, da fehlen die Archive. So, dann mal das probieren. Wow, sogar mal eine ordentliche Musik, finde ich. So. Was muss man jetzt hier machen? Press Yellow Dot on Overlay. Hä? Left Button. Follow the beer. Hilfe, ich bin überfordert. Load Save? Ich weiß gar nicht, steuere ich da was? Nicht follow the beer. Follow the beer mit A, also den Bären. Aber irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss. Und, geht gar nichts mehr. Aber es sah gut aus. Die Musik war auch mal ordentlich. Aber, press yellow. Ich weiß nicht, was ich da drücken soll. Vielleicht gibt es da irgendwie einen kleinen Teddybär, der interagiert. Ich weiß es nicht. Ein Teddybär-Controller. Keine Ahnung. Naja, gut. War gut. Aber Moment, ich mach da mal das nächste Spiel. Ja, sah gut aus, aber da war ich jetzt überfordert. So, Deadly Duck von Sirius. So. Oh, ein Sample! Ich habe ein Quacken gehört. Das war doch ein Sound-Sample. Nee, oder? Hört ihr das, das Quacken? Ist das ein Sample oder ist das einfach nur irgendwie ein mit dem Rauschgenerator, was zusammengefummelt ist? Ich höre so... Das lässt sich auch gut spielen. Ui, und jetzt wird es schwerer. Oh, und jetzt sieht es auch... Warte mal, ich schalte mal Dauerfeuer ein. Und die sind auch super flüssig, finde ich, die Gegner. Ja, hallo Manfred. So. Also ich höre da, wie gesagt, irgendwie so, das hört sich an für mich wie so ein kleines Sample. Ja, und das sieht echt nicht schlecht aus. Das ist echt gut spielbar. Ja, so ein Galaxian halt. So ein Galaxian-Klon. Beziehungsweise, was heißt Klon? Das war ja... Ich weiß nicht, wann war Galaxian? Das war wahrscheinlich Anfang der 80er irgendwann. So, naja, ist egal. Machen wir mal das nächste. Aber es sieht wirklich gut aus. Das hat was. Also das wäre damals ein schönes Spiel gewesen. So, dann gehen wir auf Deadly Skies
Von Tronix war das. Moment. So, wow! Heftig, das sieht doch gut aus hier. Ah. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also ich dachte erstmal, das wäre das Intro, aber jetzt sieht das Spiel doch nicht mehr so gut aus. So. Okay, man muss jetzt hier irgendwie, man ist ein Hubschrauber, man muss halt die Städte bombardieren. Das ist schon ein bisschen depressiv. So, ja, geschafft. So. Die Städte werden immer irgendwie größer und da gibt es halt auch ganz viele Störenfriede. Ja. Hat was. Und was ich auch so lustig finde, hier oben die Zahlen, das ist halt so dieses, ich weiß nicht, wie dieser Schriftsatz heißt, aber das war damals in den 80ern so ein Science-Fiction angehauchter Schriftsatz, so der irgendwie so voll, ja, wie soll man sagen, überall, wo etwas halt, ja, was hip sein sollte, hatte diesen Schriftsatz. So alle Computer und so, das war echt, ja, interessant. So, kommen wir mal zum nächsten Spiel. So, von Dead Disguise. Ah, und jetzt kommt ein Klassiker. Defender mit R, nicht mit A. Nee, das ist, Moment, der hat das nicht geladen. Kann sein, es ist ein Multipart. So, und dann war das andere Part noch im RAM. So. Wow, das hört sich schon mal super an. So. Das habe ich als Kind auch geliebt. So, man ist ja ein Raumschiff und man muss halt die Dinge abschießen, also die Raumschiffe, ja, die anderen Gegner abschießen. Und die möchten halt die Menschen einsammeln. Und das muss man halt dann verhindern. Und da muss man die Menschen retten. So, aber ich muss sagen, ich hatte ja immer Defender mit A gespielt von Jeff Minter. Und ich finde das ein bisschen spritziger. So. Bei Jeff Minter sind das natürlich keine Menschen, sondern Lamas. Ja. Und man hat ja auch, wie bei allen Defender-Versionen oder Klonen, hat man ja oben diesen Radar, wo man halt auch dann die Gegner sieht. Und kann das sein, Palmiga, der Font heißt irgendwie Futura oder sowas? Kann das sein? Weil der hatte, glaube ich, auch so einen futuristischen Namen. Ja. Aber ich muss sagen, technisch ist es nicht ganz so gut wie das Defender, finde ich. Aber es also ich kann mich jetzt auch ein bisschen irren. Das ist halt, bin ich nicht mal ganz sicher. Aber das ist halt das Original nach dem Automaten. Toll. Gut. Nächstes Spiel. So, Defender mit A ist leider nicht da drin. Da kommt man anders mal dazu. Ach! Warte mal, Demon Attack. Das nicht von Jeff Minter? Nee. Habe ich verwechselt mit Endes Attack. Das ist ein anderer Name für Defender von Jeff Minter, weil der hatte irgendwie auch verschiedene Versionen von Spielen unter anderen Namen veröffentlicht. Und deswegen hören sich alle auch gleich an. So, und das ist jetzt irgendwie, das sieht aus wie ein Atari-Zeichen, was da auf die Gegner schießt. So, aber technisch ist es ganz gut, nur. Man sollte halt kein Epileptiker sein, weil dann ist es halt etwas problematisch. Also mir wird jetzt schon schlecht von dem Geflimmer. Ah, okay, Futura ist es nicht, aber ich dachte, der hatte auch so einen Namen, so einen ähnlichen, oder? So. Das Spiel ist gut spielbar, aber wie gesagt, mich machen die Lichteffekte halt ein bisschen kirre. So, Computerfont heißt er. Ja gut, das ist lustig. Was für ein blöder Name. Computerfont. Ja. Super, dann kommen wir zum nächsten Titel. So, bei Demon Attack.
Und jetzt kommen wir zu Dick Duck. Ach, Moment, hier ist das Archiv kaputt. So, von Atari Soft. Hier ist ein Atari Soft. Ist ja süß. Von Namco und Atari. Das sind ja auch dann zwei Schwergewichte. So, und Start. So, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne Dick Duck nicht. Ich habe es nie gespielt. Wahrscheinlich kriege ich jetzt direkt hier so einen Rant. Okay, man muss hier irgendwie dann so ein Loch lang graben. Es ist ein bisschen so wie Boulder Dash, kann das sein? Ach, man kann aber auch... Man kann... Nee, also ich habe also Dick Duck nie richtig viel gespielt. Oder eigentlich nie gespielt. Ich habe es nie besessen. Und das ist an mir vorbeigegangen. Aber so Grafik... Von der Grafik her finde ich das echt richtig gut. Man hat irgendwie eine Peitsche oder sowas. Ah, ich kann aber nicht nach unten peitschen. Hilfe! Nee, man kann doch nicht immer peitschen. Das ist gut. Ja, also wie gesagt, man kann ja auch früher nicht alles gespielt haben. Also die Brotbox 64... der schreibt ja auch, dass er hat es auch nicht gespielt. Ja. Also, Schande über mein Haupt, aber kommen wir zum nächsten Titel. So. Ja, jetzt kommen wir zu einem Spiel. ich glaube, da sollte ich meinen Ton ausschalten. So, soll man Ton anlassen oder ausschalten? Kennt jemand, ob es da Musik gibt? Ja, hat da jemand Ahnung? Gibt es da Musik? Ja, ich sage auch nichts dazu. Was gibt es denn hier? Erstmal, ist das denn beschädigt? So, Multi. Gibt es da wirklich Musik? Dann schalte ich den Ton aus auf dem Kanal. So. Nee, ich möchte den ausschalten, weil es gab nämlich mal letztens wieder Ärger wegen einigen Nintendo-Spielen und das könnte vielleicht zu einem Problem führen. So, Ton ist jetzt aus. Ich kann den Ton einmachen, wenn nichts Böses kommt. Dann höre ich mir das erstmal an und dann schauen wir mal, sind wir mal gespannt. Donkey Kong bei Nintendo. Das ist ja ein Ding. Ja, das ist echt was ganz Besonderes. Das habe ich übrigens auch in der Location auf dem VC20 gespielt. Ich muss zugeben, ich fand Donkey Kong nie gut. Es ist nicht mein Spiel, aber es ist ein Klassiker. Tatsächlich, es gibt Musik. Also, eigentlich, was heißt Musik? 4, 5 Töne, die sich wiederholen. Ja, also da weiß ich jetzt halt, gut, sorry, dass ich jetzt so blöd bin, beziehungsweise so blöd spiele, weil ich versuche, die Musik zu hören, ob das halt irgendwas Problematisches ist, aber ich lasse es lieber einfach mal raus. Ja. Ja, also Donkey Kong muss ich jetzt nicht sagen, das ist ein absoluter Klassiker und ich finde, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, dann würde ich vorschlagen, dann machen wir einfach mal das nächste Spiel. Also, Moment, ich möchte nochmal bewusst den Jumpman sehen. Wo war der denn? Da unten, achso, hier, stimmt. Hier. Das ist Jumpman. Beziehungsweise später wurde er umgetauft in Mario. Das war das erste Auftreten von einer Ikone. Und das halt auf dem VC20. Das muss man sich mal reinziehen. Dass halt damals Nintendo auch Spiele für andere Plattformen gemacht hat. Das ist halt... So, da oben ist die Prinzessin. Ja, und ich finde das Spiel halt ein bisschen dröge, weil
irgendwie ist es halt immer das Gleiche und ich finde es halt echt nicht so spannend. Genau, der kleine Mario. So, dann machen wir Folgendes, dann mache ich ein Reset. Dann schalte ich wieder den Ton mal an. So, wenn irgendwas nicht passt, zu laut oder zu leise, dann bitte meckern. So. Ja, die Szene, genau. Also das, die Anordnung der Leiter. Also da gibt es schon ein bisschen anderer Levelaufbau, aber ich finde es jetzt halt nicht so toll. Was ist denn Dot Gobbler? Ist das ein Multipart? Nee. Probieren wir mal aus. Also zumindest weiß man da nicht, von wann das ist, das Spiel. Dot Gobbler. Okay. Ich glaube, da erkennt jeder Blinde, was das jetzt sein soll. Aber ich weiß nicht, wie man das steuert, beziehungsweise wie man das startet. Ja. Keine Ahnung. Also es ist ein Pac-Man-Klon. Sieht auch sehr gut aus, aber ich weiß nicht, wie man das Spiel startet. Ah, Moment. Hat sich was getan? So, das sieht doch aber echt gut aus, finde ich hier. Das ist sehr gut spielbar. Ach, okay, ich hatte keine Pille. Ja, aber das ist super spielbar. Das ist echt eine gute Version. Ich habe jetzt die VCS-Version nicht auf dem Kopf. Auf dem Kopf, im Kopf. Aber die VCS-Version hat ja auch ein bisschen geflackert. Und die flackert zumindest nicht. Aber es ist halt nichts Offizielles. Doom! Ja, okay, Doom von oben vielleicht. So, also ich finde es relativ gut gemacht. Also das ist, ja, recht flott und ganz gut spielbar. Gut, nächstes Spiel. Dot Gobbler. Jetzt Dragonfire. Also da habe ich jetzt auch Kopfkino. Was scheinbar... Ja, sehr enttäuscht wird. Oh. Oh. Das ist Aztec Challenge in 2D. Ja, wow. Was ist das denn hier? Oh. Und wieder von vorne wahrscheinlich, oder? Ah ne, ich kann wieder hier weitermachen. Ah, und da geht eine Tür auf. Oh Mann, das ist ja fies. Das ist aber echt gut spielbar. Nein! Das ist echt... Hilfe! Oh, aber es ist super spielbar. Das ist echt cool. Ja, Dragonfire von iMagic. Cool. So, nächstes Spiel. Draw Poker. Jetzt sagt bloß ein Strip Poker für den Forza 20. So, nee, ich denke mal ein normales Poker, aber schaut mal an, die Karten. Ich finde die ziemlich detailreich dargestellt. Das sieht gut aus. Und der rendert die jetzt irgendwie, kann das sein? Der hat die jetzt alle gerendert. So, und dann Push F1 zu Beginn. So. Wow! Hört euch mal den Song an. Der war zwar jetzt sehr kurz, aber war cool. So, aber das. Ja, da, das lasse ich jetzt, weil ich möchte jetzt hier kein richtiges Poker spielen. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus für Leute, die Poker spielen möchten. So. Dann kommen wir jetzt zu Droids. Ach. Ich hoffe, das geht hier.
so. Das gibt es ja auch, glaube ich, für den C64. Das kenne ich jetzt aber gar nicht. Ist auch nur so ein Schandfleck. Man muss jetzt so sagen, ich hatte eigentlich auch nie einen C64 besessen, sondern mein Bruder einen 128D und ich habe dem halt immer mal zugeguckt, aber so aktiv gespielt habe ich da nicht, weil ich hatte ja schon einen Amiga und da hat mich das dann halt auch nicht so interessiert. So muss ich jetzt, glaube ich, irgendwie an den Robotern vorbei zwackeln. Irgendwelche Dinge einsammeln, aber nee. Oh, ich glaube, der Arne wird mich jetzt schlagen, weil wahrscheinlich ist es so ein Spiel, was jeder kennen muss und wo man weiß, wie das funktioniert, aber. Also, es macht. Ach, man kann schießen. Es sieht gut aus, aber es sieht gut aus. Also, ich glaube schon, dass es irgendwo spaßig ist, wenn man weiß, worum es geht. Ach, man kann schießen, man muss irgendwie den Stick in eine Richtung drücken. Ach, Moment, was ist das denn hier? Oh, man muss, Moment, die Dinger rüberbringen. Und jetzt steigt der Balken. Nee, also es ist. Jetzt habe ich was geschafft. Nee, aber jetzt steigt das Ding hoch. Und jetzt verschwinde ich. Ja, komisch. Naja, gut, aber. Es ist gut spielbar, aber da brauche ich halt die Anleitung. Also es gab es halt auch damals, dass man halt Spiele hatte, wo man einfach eine Anleitung braucht. So, da bin ich doch jetzt mal gespannt. E.T. Das ist ja putzig. So, ich mache mal gerade auch den Ton aus. Weil ich bin nicht sicher, ob es hier auch vielleicht irgendwie Probleme gibt mit dem Ton. Aber das sieht ja wohl geil aus. Warte mal, ich muss mal gerade einen Schluck trinken. So, und da latscht E.T., aber das hat nichts zu tun mit dem VCS-Klassiker. So. Muss irgendwie F1 drücken. Geht nicht. Telefon ist kaputt. Ach nee, da ist ja schon das Spiel. Oder, Moment. Game over? Ich kann F1 nicht drücken. Es passiert nichts. Da hat man eine andere Version. Das die geht nicht. Die geht auch nicht. Also die erste Version ging, aber ich weiß nicht, was man machen muss. Ah, hier ist eine andere Version. Und da kommt auch die Musik, die ich euch jetzt nicht zeigen oder nicht hören lassen will. Ja, man muss hier irgendwie hüpfen. Das ist ein Jump-and-Run-Spiel. Man muss hier Pillen einsammeln und dann hüpfen und stirbt irgendwie. Oder sind es Minen? Oder man muss hier die. Ja, jetzt bin ich. Oh. Ja, also das Titelbild, das ist toll. Das braucht wahrscheinlich die Hälfte vom ganzen Speicher. Ja, also. Ich finde es irgendwie merkwürdig, das Spiel. Das hat, ja, ist jetzt so nicht meins. Ich mach mal das nächste. So, ich gehe mal wieder im Ton rein. So. So, aber die eine Version, die hatte Musik und ja, das Lied von John Williams halt, es wurde halt ein bisschen da gedudelt und ich weiß halt auch nicht, ob das dann halt irgendwie wieder mit, ja, Copyright-Verletzenden ein Problem sein könnte.
Lassen wir es lieber raus. So, was ist das denn? Peace Presents Facemaker. Ich habe erstmal gelesen Peacemaker. So, was kann man denn hier machen? Press any key. Ach, ein Charaktereditor. Kann man hier irgendwie... Das ist wie jetzt bei der neuen Unreal Engine des Metahumans, aber halt in etwas schlechter. So, ich kann jetzt hier irgendwie... Ja. So, ich habe jetzt irgendwie lustige Ohren. Naja. Ja, gut. Was ist denn Programm? Ach, und es gibt ein Game. Was ist denn ihr Wickel? Turn? Ach, man kann hier irgendwie... Ach, man kann die auch weinen lassen? Oh, ja, also gut, ich habe keine Ahnung. Also es ist etwas merkwürdig aus heutiger Sicht. So, jetzt kommen wir zu Fast Eddie. Oh je, das sieht auch etwas merkwürdig oder sehr einfach aus. Ja, halt wieder so ein Leiterspiel. Ein Leiter... Plattformer, das war ja damals auch in, so nach Donkey Kong, das war dann das erste und dann hatten alle Spiele Leitern. So, mal zum nächsten. Final Orbit Bumper, das hört sich doch cool an, von Sirius. Die hatten, glaube ich, vorhin auch schon mal ein ordentliches Spiel. Ach, das waren die, nee, oder? Das waren die mit den, mit diesen komischen Blitzeffekte. So, was, Stefan, wer stoppt den Scream bei dir? Ja, also hier läuft's auch. So, also das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier gewollt ist. Warte mal, kann man das Flackern ausschalten? Ist es vielleicht ein Problem hier von, ich mach mal mit NTSC. Ach, wenn man das Ganze unter NTSC laufen lässt, sieht das Ganze nicht so schlimm aus. So. Ja, ich glaube, das ist absichtlich gemacht worden. Man ist irgendwie ein Geschützturm. Und diese Sirius, die hatten ja vorhin auch schon einen Hang zu lustigen Farben. Das hatte ja damals auch Jeff Minter, aber der hat es irgendwie ein bisschen gekonter eingesetzt. Also hier, ja, da wird mir schlecht. Aber im Prinzip hätten die das weggelassen mit diesen komischen Effekten. Dann wäre das, wäre das irgendwie cooler. Aber das sieht echt gut aus, bis auf diese Farbverläufe. Also die wären gar nicht nötig gewesen. Ja, schön. So, Flipper 1-0. Oh je, jetzt kommen wir zu für unsere Flipper-Freunde. Na, geht leider nicht. Ah, hier. So. Ein Flipper. Ja. Wie startet man das Spiel? Das ist wieder mal so die... Ja. Sieht schon ein bisschen traurig aus. Aber ich weiß auch nicht, wie man den startet. Aber ich muss auch zugeben... Mit der Maus? Bestimmt nicht. Also die habe ich jetzt gerade mal probiert und das ist so Instinkt. Das geht nicht, ja. Ich würde mal sagen, wir machen mal das nächste, weil ich habe jetzt auch keine Lust, da länger zu verbringen, wie man das Spiel, also wie man das Spiel startet. Fourth Encounter. So, da bin ich mal gespannt. So. Oh Mann, das ist ein Intro, das ist echt in die Länge gezogen. Kann man das nicht überspringen?
Ja, das war damals halt auch nicht üblich, die Sachen zu überspringen. Oh je, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Oh Mann, also ich habe jetzt keine großen Hoffnungen, weil irgendwie waren das teilweise auch immer so, wie soll man sagen, als wenn jemand halt damals frisch angefangen hat zu programmieren, hat er immer solche Intros gebaut, beziehungsweise sich dann ja ein bisschen versteift so in die Einleitung und das Spiel war dann halt auch nicht sonderlich gut. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie man das startet. Ach da, hier F1. So, oh je. Ja. Okay. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, technisch. Ja, die Explosion ist auch ganz lustig. Also scheinbar konnte man das Intro doch abbrechen. Ich hatte halt einfach nur gemeint, weil es gab da mal so eine Zeit, wo die Leute dann irgendwo dann einfach gezwungen haben, das ganze Intro anzuschauen, weil sie halt nicht wussten, wie man das Ganze irgendwie abgebrochen kriegt. Und das war halt wieder ein bisschen aufwendiger und ja. Aber das macht Spaß hier. Das ist lustig. Und auch die Explosion finde ich ganz witzig. Ja, hat was. So. Frantic. Das ist zu dem Film damals mit Harrison Ford. Nee, ich glaube nicht. So, man hat ein Radar. Der Ton ist nicht abgestürzt, es hört sich nur komisch an. Ich glaube, ich breche ab, weil wenn es jetzt... Ich glaube, ich verscheuchte die ganzen Zuschauer damit. So, jetzt kommt ein ganz großer Hit. Frogger von Sega. So, aber das sieht echt schlecht aus. Ich habe zum letzten Mal Frogger gespielt hier auf Apple TV. Da gibt es ja auch so eine Frogger-Version. So. Nein! Ach, ich habe ausgefrockt. Nee, wo ist der Baumstamm? Kommen keine Bäume mehr. Und da ist ein Gegner drauf. Och Mann, genau. Ach, man darf auch nicht. Oh Mann. Ja, ich kenne das Doom 5VC20. Das kenne ich, aber das kommt auch irgendwann mal dran. Aber derzeit bin ich erstmal mit Cartridges am Spielen. Und das Doom kann man ja auch mal reinnehmen. Ich möchte auch gerne mal. Weil der Oliver, der war auch mal beteiligt in einigen Demos für den VT20. Da wollte ich auch mal vielleicht auch was machen. Auch vielleicht mal Demos von ihm zeigen. Und also es gibt hier noch einige interessante Sachen zu sehen. So, aber Frogger. Ja, ja, es ist mir klar, wenn man ins Wasser fällt, dann stirbt man. Ich kenne das, aber irgendwie ist. Ich finde, die Steuerung ist nicht so prickelnd. Das ist nicht ganz so. Ja. Also ich fand es nicht ganz so doll jetzt, den klassischen Frogger. Jetzt kommt mal Frogman. So. Nee, oder? ja, gut, das werde ich jetzt aber, glaube ich, auch nicht starten. Nee, oder? Was ist das denn? Mensch, ist das hässlich. Das ist irgendwie ein Frosch, der zappelt. Ja, okay. Ich glaube, ihr wisst alles, ihr wisst alle, welches Spiel hier imitiert wird. Also, ja. Nächstes Spiel. So. Fun with Music. Epics.
Tja, ein Musikprogramm. Ach! Das ist SingStar. SingStar ohne Mikro. Das ist ja wohl cool. So, ich kann jetzt ja das Music Game spielen oder eigene Musik komponieren. Und das ist halt wie SingStar, aber halt nur, dass man anstatt das Mikrofon nutzt, den Joystick auf und runter geht. So. Irgendwie der Joystick macht gar nichts. Ja, keine Ahnung. Und ich kann auch Musik komponieren. Ja, aber das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt nicht. Ja, aber trotzdem, ich finde es ganz nett. Also das ist eine coole Idee. Ja, schön. So, und jetzt kommen wir zu Galaxien. So, von Atari Soft. Ja, das ist natürlich ein Klassiker. Aber ich finde den grafisch jetzt nicht ganz so schön. Also das wär, da wäre wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr drin gewesen auf dem Forza 20. Ja. Ja, ist aber gut spielbar. Ja, wobei ich war nie so ein Fan von diesen Space Invaders Klon irgendwie. Ich fand das Spielprinzip nicht ganz so toll. So, ja, gut. Ich glaube, das ist jetzt auch eine gute Stelle, einen Cut zu machen. Also, es ist echt interessant, wenn man halt einigermaßen wach ist, dann klappt es irgendwie viel besser mit den Spielen und dann ist man halt auch nicht ganz so verdödelt und ja, kriegt die Spiele halt zum Laufen. Dann hat es mich sehr gefreut, dass ihr heute auch so zahlreich erschienen seid. Und ich übergebe jetzt gleich an die Nächsten. Da kommt ja jetzt gleich dann noch ein weiteres Panel mit It Came From The Desert. Und zwar wird da die eine spezielle Version gespielt. Wie war das denn mit der TurboGrafx, glaube ich. Da wird irgendwie, also da gab es eine Version mit Filmsequenzen. Und die ist halt richtig schlecht zum Fremdschämen. Ja, und da wird dann gleich, da werden mehrere Leute, ich glaube der Stefan, der Michael und der Manfred, werden das spielen. Ja, Miri, eine Stunde, also von 8 bis 9. Und beim nächsten Mal kriegst du dann mehr, dann geht's weiter. Und ja, also dann vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, also erstmal ist es ganz auf eine Stunde ausgelegt und wie gesagt, es gibt jetzt doch dann gleich ein Folgepanel und ja, dann übergebe ich dann mal an Michael und Co. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!